Ich heiße Katharina Maria Kriltz und bin Studienanfängerin im dritten Semester. Mein Name ist Bruder Moritz Windecker. Ich bin Franziskaner und studiere Theologie in Graz. Mein Name ist Elisabeth Lienhardt und ich leite die ökumenische Notfall- und Krisenseelsorge in der Steiermark. Mein Name ist Isabella Guanzini und ich bin Fundamentaltheologin. Mein Name ist Rudolf Rappel. Seit 11 Jahren bin ich Pfarrer im Pfarrverband Knittelfeld. Ich habe mich für das Studium Fachtheologie eigentlich deswegen entschieden, weil es so divers ist. Ich habe Vorlesungen in Ethik, ich habe Vorlesungen in Philosophie, ich habe Vorlesungen in Sprachwissenschaften. Es ist ein irrsinniges Spektrum, was abgedeckt wird. Und ich fand das einfach wahnsinnig faszinierend. Immer dann, wenn der Mensch die großen Fragen stellt, also die großen Fragen seiner Existenz, dann braucht er Reflexion. Und diese Reflexion, die macht Theologie. Das Spannende daran ist, sie macht es im Austausch mit einer Vielzahl anderer Wissenschaften. Universitäre Ausbildung bedeutet meines Erachtens die Entwicklung einer Art oder eines Stils des Beobachtens und Denkens, sei es naturwissenschaftlich oder geisteswissenschaftlich. Im Fachstudium Theologie setzt man sich mit 4 großen Problemfeldern auseinander, nämlich mit der Bibel und der Geschichte des Christentums, mit systematisch-theologischen Fragen, mit der praktischen Theologie sowie mit human- und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen. Im Dienst des Priesters bin ich dem Leben in seiner Schönheit, in seiner Vielschichtigkeit und Tiefgründigkeit immer neu auf der Spur. Ich kann es so zusammenfassen: in den schwierigen Augenblicken weiß ich, wozu und wofür ich da bin. In den Schönen ist es ja selbstverständlich, da zu sein, und es fällt einem natürlich leichter. Im Einsatz begleite ich Menschen in Ausnahmesituationen, zum Beispiel nach dem plötzlichen Tod eines Angehörigen oder nach dem Tod eines Kindes oder nach Suizid. Ich sehe meine Arbeit als Berufung, wo ich einfach für die Menschen in den dunkelsten Stunden da sein kann und sie begleiten kann. Immer wieder werde ich vor neue Herausforderungen gestellt, wo ich aber auch merke, dass ich über mich hinauswachsen kann und auch muss. Und das Spannende für mich ist, dass kein Arbeitstag wie der andere ist. Was mir noch sehr gut gefällt, ist, dass dadurch, dass wir auch so klein sind, sehen die Professoren einen nicht nur als Matrikelnummer. Das ist, finde ich, sehr schön, weil es passiert durchaus, dass man durch die Fakultät geht, einen Professor trifft und mal 5 Minuten tratscht. Was ich allerdings schon bemerkt habe, ist, dass man den Aufwand nicht unterschätzen darf. Also meine Strategie zurzeit: ich gehe für 1-2 Stunden in die Bibliothek, gehe meine Mitschriften nochmal durch, und damit hat sich's eigentlich ganz gut. Mir als Fundamentaltheologin ist es wichtig, dass Studierende eine lebendige Begegnung mit Texten und Figuren der christlichen Tradition, aber auch mit nichtchristlichen Autorinnen und Autoren, die diese Tradition herausgefordert haben, erfahren können. Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, bin ich dankbar für die begeisterten Professorinnen und Professoren. Sie haben mit ihrem Vorlesungsstil und ihrem Dasein eine weite und nie in die Enge führende Tiefe dialogischen Denkens und Ringens eröffnet und mich diesbezüglich geprägt. Das Studium bildet dich aus in einer so großen Diversität, dass dir einfach viele Wege offen stehen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt im 3. Semester, ich habe keinen Plan, es wird sich weisen. Und selbst wenn ich es auch im 8. Semester noch nicht weiß, ich habe einfach viele Möglichkeiten. Sie haben Interesse am christlichen Glauben, an seinem Werden, seiner heutigen Gestalt und der Zukunft. Und Sie haben Interesse an der intellektuellen Auseinandersetzung damit, nicht nur allein, sondern in Gemeinschaft. Vielleicht wäre dann das Studium der Fachtheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz für Sie genau das Richtige. Auch ob der Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten, die Sie damit erwerben.